Obmann und Bundesparteiobmann Stellvertreter Herbert Kickl, der Ihnen im Vorfeld des heute um 16 Uhr tagenden Nationalen Sicherheitsrates über neue brisante Erkenntnisse zum Terroranschlag vom vergangenen Montag berichten wird. Darf ich ihn bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für Ihr Interesse, auch für diese, sage ich mal, kurzfristig einberufene Pressekonferenz. Wir haben heute den zweiten Tag nach dem schwersten Terroranschlag, den es in der Geschichte unseres Landes gegeben hat, der 4 unschuldige Menschen das Leben gekostet hat und 20 Personen als Verletzte hinterlassen hat. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man im Zusammenhang mit diesen Ereignissen auch von einer Zäsur in der Geschichte der Zweiten Republik spricht. Und ich glaube, es ist jetzt notwendig, zwei Dinge zu tun. Zum einen, und ich habe gestern in einer ersten Stellungnahme darauf hingewiesen, wird es, glaube ich, notwendig sein, eine geeignete Strategie für einen offensiven Umgang mit der Herausforderung des Islamismus in der kommenden Zeit wohl über Österreich hinausgehend für ganz Europa zu entwickeln. Es wird nicht damit getan sein, dass man sich auf die üblichen Betroffenheitsrituale und die Rhetorik des Bedauerns zurückzieht, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber das wird uns in anderem Zusammenhang sicherlich noch öfters beschäftigen. Das Zweite, was wichtig ist, ist die Ereignisse von vor zwei Tagen selbst einer genauen Analyse zu unterziehen, ganz genau hinzuschauen, was dort passiert ist, wie es dazu gekommen ist und wie Reaktionen oder Informationen auch von Seiten der Vertreter der österreichischen Bundesregierung in diesem Zusammenhang gelaufen sind. Ich glaube einfach, dass die österreichische Bevölkerung angesichts der Schwere auch dieses Terroranschlages ein Recht auf umfassende und ehrliche Information hat. Und ich glaube, dass genau dasjenige etwas gewesen ist, was in den letzten Stunden seit diesem Anschlag von den dafür Verantwortlichen nicht wirklich passiert ist. Was wir in Wahrheit erlebt haben, ist, glaube ich, viel, viel mehr eine Art von Vernebelung, eine Art von Halb- und Falschinformationen. Und ich halte das für unverantwortlich der gesamten Bevölkerung gegenüber. Aber der Reihe nach, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass ich in meiner gestrigen Stellungnahme schon darauf hingewiesen habe, dass es etwas gibt, was mich im Zusammenhang mit diesem terroristischen Anschlag stutzig macht. Und ich habe davon gesprochen, dass es ja sehr, sehr zeitnahe zur Neutralisierung des Täters eine große Anzahl von Hausdurchsuchungen gegeben hat. Also nur sehr wenige Stunden, nachdem der Täter ausgeschaltet worden ist. Und das ist verdächtig. Das ist deshalb verdächtig, weil es wirklich in der Hektik des Geschehens eigentlich kaum denkbar ist, dass Ermittler in einer so, so kurzen Zeit ein so großes Netz eines Attentäters nachweisen können und es dann auch noch gelingt, mit entsprechend geballter Kraft auch zuzuschlagen. Sie wissen, ich glaube, es waren insgesamt 18 Hausdurchsuchungen und es hat 14 Festnahmen binnen weniger Stunden gegeben. Das ist insofern dann nur schwer vorstellbar, wenn jener Mann, und das ist ja dasjenige, was der Innenminister und seine Spitzenbeamten immer so darstellen, wenn jener Mann, also der Attentäter und auch sein Umfeld gar nicht unter polizeilicher Überwachung gestanden sind. Wenn es also keine Überwachung durch den Verfassungsschutz, entweder in Form des BVD, also des Bundesamts, oder des LVD, des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, gegeben hat. Und ich war gestern bei einer sogenannten Informationsveranstaltung des Bundeskanzlers, wo ja auch der Innenminister und der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit zugegen gewesen sind. Es war dort auch der Bundespräsident vor Ort, es waren die Nationalratspräsidenten vor Ort, es waren Vertreter aller Parlamentsparteien vor Ort und ich habe dort genau diese entscheidende Frage gestellt. Ich habe gefragt, ob es nicht so sein kann, dass dieser Attentäter doch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gestanden ist, ob es vielleicht sogar Vorbereitungen gegeben hat, polizeiliche Aktionen gegen ihn und die Zelle, wo er offensichtlich auch ein Mitglied gewesen ist, durchzuführen. Die Antwort war eigentlich keine. Ich habe vom Generaldirektor für öffentliche Sicherheit den Satz gehört,
dass dieser Attentäter den Behörden bekannt ist. Und meine Antwort darauf war, davon gehe ich aus, weil im Jahr 2018, als ich Innenminister gewesen bin, diese Person ja der Justiz übergeben wurde. Und Sie kennen ja dann ohnehin auch die weitere Geschichte mit dem Gerichtsverfahren, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Also, dass er bekannt ist, ist ja wohl offenkundig eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe keine Antwort auf diese so wichtige Frage bekommen. Gestern am Abend war dann der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, im Report zu Gast und hat dort ein Interview gegeben und es wurde ihm dort die Frage gestellt, ob der Attentäter vom Verfassungsschutz nach seiner Haftentlassung tatsächlich nicht mehr beobachtet wurde. Das ist also genau die gleiche Frage, die ich wenige Stunden vorher im schon erwähnten Kreis bei dieser Veranstaltung des Bundeskanzlers gestellt habe. Und ich zitiere jetzt, was der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit als Antwort gegeben hat. Sie müssen genau aufpassen, es ist eine etwas verschwurbelte Antwort, aber ich werde es Ihnen dann auch aufdröseln. Wir als Polizei haben natürlich Zuständigkeiten. Nur die Informationsgewinnung in diesem Fall ist nur für einen kleinen Bereich möglich. Wenn wir weitergehende Maßnahmen brauchen, dann brauchen wir sofort die Genehmigung des Rechtsschutzbeauftragten oder wieder die Verfügung, zum Beispiel eine Haft des Gerichts. Und dieser Mann war in den Händen der Justiz und darum liegt schon der Hauptbereich in diesem Gebiet. Also erstens einmal ist das alles andere als eine konkrete Antwort auf eine sehr, sehr konkrete Frage. Das hat eher den Charakter einer allgemeinen Erklärung von irgendwelchen rechtlichen Zuständigkeiten. Und zweitens ist es auch der Sache nach nicht ganz korrekt. Denn dieser kleine Bereich, von dem der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit spricht, für den quasi er und sein Innenministerium zuständig ist, wo also der Verfassungsschutz nicht die Justiz braucht, um aktiv werden zu können, der ist gar nicht so klein. Der ist gar nicht so klein. Dieser Bereich ist nichts anderes als der gesamte Bereich der sogenannten staatspolizeilichen Beobachtung. Ich spreche davon Paragraphen 6 Absatz 1 Ziffer 2 des polizeilichen Staatsschutzgesetzes und dort ist definiert, dass diese staatspolizeiliche Beobachtung vom Rechtsschutzbeauftragten oder beim Rechtsschutzbeauftragten zu beantragen und von diesem zu genehmigen ist. Der Rechtsschutzbeauftragte befindet sich im Innenministerium selbst. Das hat mit der Justiz überhaupt gar nichts zu tun. Und Sie können davon ausgehen, dass wenn jemand, der schon strafrechtlich wegen Terrorismus verurteilt gewesen ist, dass dann, wenn ein solches Ansuchen auf eine entsprechende Beobachtung dann auch erfolgt, dass diese mit höchster Wahrscheinlichkeit auch genehmigt wird. Das heißt, die Antwort, die der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit mit diesen Zuständigkeitserklärungen, die der Sache nach nicht wirklich korrekt sind, gegeben hat, ist nichts anderes als ein Versuch, Verantwortung von Seiten des Innenressorts im Zusammenhang mit der Beobachtung von diesem späteren Attentäter auf das Justizressort überzuschieben. Und diese Antwort ist nicht korrekt, wie so vieles nicht korrekt ist, was wir in den letzten Stunden von Seiten der Verantwortlichen aus dem Sicherheitsbereich gehört haben. Die Frage ist daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat das BVD oder das LVD gar nichts beantragt im Hinblick auf eine Beobachtung oder hat der Rechtsschutzbeauftragte eine solche Beobachtung nicht genehmigt? Weil anders ist es nicht zu erklären, eine der beiden Varianten muss es gewesen sein, wenn es stimmt, dass dieser spätere Attentäter nicht beobachtet wurde von Seiten des Verfassungsschutzes. Und das ist ja die Auskunft, die wir in mehr oder weniger deutlichen Worten von Seiten des Innenministers immer bekommen haben. Und jetzt wird spannend, meine sehr geehrten Damen und Herren, denn unabhängig von dem, was wir da bisher an Auskünften erhalten haben, können wir nach unseren Informationen fix davon ausgehen, dass dieser Täter unter entsprechender Beobachtung stand. Und zwar eigentlich schon sehr, sehr zeitnah, eigentlich unmittelbar, schon nach seiner Haftentlassung, eigentlich in einem Zeitraum bis zur Tat, die ganz Österreich erschüttert hat. Wir haben Kenntnis über zwei verdeckte Ermittlungsaktivitäten mit zwei Operationsnamen, einmal ANSA und einmal Zulu, die seit dem Beginn des Jahres 2020 laufen.
ANSA, das ist die Beobachtung der islamistischen Szene in Wien, inklusive natürlich des späteren Attentäters, Er war demnach also bereits kurz nach seiner Haftentlassung, denn diese Operation hat Anfang 2020 begonnen und er ist Ende 2019 aus der Haft gekommen, wieder am Radar des Verfassungsschutzes. Und die zweite Operation, Zulu, da geht es um eine islamistische Gruppe im Raum St. Pölten. Und das ist ja dann auch einer der Bereiche, wo dann sehr, sehr rasch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben nach diesem Attentat in Wien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass der Täter unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gestanden ist, das zeigt sich und ergibt sich für uns auch aus dem Text der Beantragung der Hausdurchsuchungen, die unmittelbar nach dem Terroranschlag stattgefunden haben. Dort geht, aus dem geht für uns ebenfalls unmissverständlich hervor, dass sowohl der Täter als auch sein Umfeld am Radar des Verfassungsschutzes gewesen sind. Ich darf aus dieser Anordnung zur Hausdurchsuchung zitieren. Alle diese Personen sind hier amtlich einschlägig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur radikal-islamistischen Szene bekannt und verkehren auch wiederkehrend an Orten, Klammer, in der Regel Moscheen, Klammer zu, die ebenfalls als der salafistischen Szene zuzuordnen sind. Gleiches wird auch über den erschossenen Täter ausgesagt. Also es ist die Anordnung der Hausdurchsuchungen, die in der Nachbereitung, sage ich einmal, oder in dieser ersten Reaktionsphase nach dem Attentat stattgefunden haben. Und ich glaube, so etwas kann man ja wohl nur dann in eine entsprechende Anordnung hineinschreiben, wenn diese Leute auch beobachtet worden sind. Aber es geht noch weiter. Ausdrücklich wird in dem Ansuchen zur Hausdurchsuchung auch angeführt, dass vertrauliche Informationen vorliegen, dass der spätere Attentäter gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person Mitte Juli 2020 in die Slowakei gereist sein soll, um sich dort Munition für ein Sturmgewehr AK-47 zu besorgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie kennen diese Information wahrscheinlich. Das ist das, was also, glaube ich, auch über die Süddeutsche Zeitung oder Recherchen der Süddeutschen Zeitung schon in die Öffentlichkeit auch gekommen ist und das ja auch von einigen Medien in Österreich bereits übernommen wurde. Ich habe hier dieses Originaldokument auch der slowakischen Sicherheitsbehörden. Das zum einen zeigt, dass es sehr wohl einen intensiven Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Ländern gibt, wenn es um die Frage der Abwehr von terroristischen Bedrohungen geht. Es zeigt aber auch etwas anderes, dass nämlich die Slowaken diese Aktivitäten dort beobachtet haben und dann in Österreich nachfragen, was denn das für Leute sind, die dort versucht haben, Munition zu kaufen. Und die bekommen dann eine recht ausführliche Auskunft darüber, wer das alles ist und was die alles bereits am Kerbholz haben. Das zeigt also auch, dass diese Personen sozusagen bekannt gewesen sind. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann heißt das, dass alles dafür spricht, dass der spätere Attentäter auch nach seiner Haftentlassung relativ genau beobachtet wurde. Wir wissen, dass im Juli 2020 noch diese zusätzliche Information aus der Slowakei eingetroffen ist, dass er versucht hat, Munition für eine Kalaschnikow zu kaufen und daraus ergeben sich, wie ich meine, einige sehr, sehr berechtigte Fragen. Erstens einmal, warum wurde mit diesen Erkenntnissen nicht versucht, die bedingte Entlassung aus der Haft aufzuheben? Der Mann war ja nur bedingt auf freiem Fuß. Das darf man ja nie vergessen. Der war ja nur bedingt heraus. Es war ja eine Bewährung ausgesprochen und spätestens im Juli dieses Jahres. Das heißt also, nach dem Vorliegen dieser Information der slowakischen Sicherheitsbehörden hatte man ja einen ganz konkreten Hinweis an der Hand, dass das mit dieser angeblichen Deradikalisierung nicht so sein kann, wie das immer dargestellt wird. Spätestens nach diesem Hinweis, wir gehen ja davon aus, dass er schon viel länger beobachtet wurde, aber spätestens hier zeigt sich ja, dass die ganze Geschichte von der Deradikalisierung ein einziges Märchen ist, denn ein Deradikalisierter wird sicher nicht versuchen, sich irgendwo Munition für ein Sturmgewehr zu besorgen. Die zweite Frage, die sich stellt, warum hat der Verfassungsschutz angesichts dieser Informationen nicht längst zugegriffen und versucht, diesen Mann wieder vor Gericht zu bringen?
Und das läuft in Wahrheit auf die eine Frage hinaus, ob denn dieses Attentat durch eine verantwortungsbewusste Vorgangsweise der zuständigen Stellen verhindert hätte werden können. Diese Frage muss in dieser Deutlichkeit auch gestellt werden. Und wenn man diese Dinge zusammenzählt, dann kann man sagen, aus unserer Sicht ist es so. Mit höchster Wahrscheinlichkeit hätte das verhindert werden können. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir zum Beginn zurück. Zur Frage, warum ist die Informationspolitik von Seiten des Bundesministers für Inneres und von Seiten seines Generaldirektors für die öffentliche Sicherheit so, wie sie ist? Ich glaube, dass es sich hier um eine Art Vertuschungsaktion handelt. Es soll hier etwas vertuscht werden. Und wenn das so ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann haben wir mit diesem Fall, ich möchte so sagen, einen sicherheitspolitischen Megaskandal in diesem Land vorliegen. Vom Versagen im Vorfeld des Attentates bis hin zum Vertuschen und der Falschinformation der Öffentlichkeit sozusagen in der Nachbereitung dieses terroristischen Anschlags. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht auch noch ein Wort zur Justiz. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, dass jemand, der wegen Beteiligung an einer terroristischen Organisation in Haft ist, dann nach 2/3 der Strafe wieder auf freien Fuß gesetzt wird und auf die Bevölkerung losgelassen wird. Wir haben als Freiheitliche immer dagegen gekämpft, diese vorzeitigen Entlassungen sozusagen durchzuführen, haben auch entsprechende Vorschläge noch vorbereitet gehabt für ein großes und umfassendes Justizpaket, das dann nicht mehr realisiert werden konnte, weil die ÖVP die Bundesregierung vorher gesprengt hat. Aber das ist ein Nebenaspekt. Ich sage das deshalb, weil man sich auch diesen Deradikalisierungsverein genauer ansehen wird müssen. Sie wissen, es gibt hier einen Verein, ziemlich dubiose Angelegenheit, ich hoffe, dass ich Ihnen da in Bälde auch nähere Informationen vorlegen kann, einen Verein, der quasi das Gütesiegel ausstellt, dass jemand dann deradikalisiert ist, so wie es auch in diesem Fall passiert ist. Wir haben dann gesehen, was dieses Gütesiegel wert ist und deswegen, glaube ich, wird es notwendig sein, sich diesen Verein auch näher anzusehen. Was aber auffällig ist im Zusammenhang mit der Justiz, ist etwas anderes. Der seit gestern eigentlich sehr bemüht laufende Versuch der österreichischen Volkspartei, insbesondere des Innenministers, hier eine Verantwortung der Justizministerin zuzuschieben. Die ist also jetzt schuld dafür sozusagen, dass es dieses Attentat gegeben hat, weil dieser Attentäter auf freiem Fuß war. Und jetzt wissen Sie, ich bin mit Sicherheit nicht der Pflichtverteidiger der Frau Zadic. Das kann man mir nicht vorwerfen. Was man der Frau Zadic vorwerfen kann, ist, dass sie in einer Stellungnahme gesagt hat, das ist eh in Ordnung, wenn man nach 2/3 der Haft entlassen wird. Da habe ich eine vollkommen andere Meinung und da wird es ohnehin auch noch eine heftige politische Debatte geben. Aber der Zeitpunkt, wo diese Haftentlassung stattgefunden hat, war diejenige, wo der Justizminister in Österreich Clemens Jablonek geheißen hat. Und der Zeitpunkt, wo dieser Attentäter zu nur, sage ich jetzt dazu, zu nur 22 Monaten Haft verurteilt wurde, war derjenige, wo ein gewisser Josef Moser von der österreichischen Volkspartei an der Spitze des Justizministeriums gesessen ist. Also hier den Versuch zu unternehmen, die heiße Kartoffel der Frau Zadic zuzuschieben, das ist schon ein recht eigenwilliges Unterfangen des Innenministers. Es ist ein auffälliges und es ist ein untaugliches Ablenkungsmanöver der österreichischen Volkspartei, was hier passiert. Und man stellt sich die Frage, ja, warum ist der Innenminister so nervös? Warum ist die österreichische Volkspartei im Zusammenhang mit diesen Ereignissen so nervös? Wir haben vorher schon von zwei verdeckten Ermittlungen gehört, Ansa und Zulu. Ich habe Ihnen das beschrieben und aus diesen oder im Zusammenhang damit wissen wir, dass diese Leute unter Beobachtung gestanden sind. Das sind aber nicht die einzigen Operationen des Verfassungsschutzes. Es gibt noch eine dritte und diese dritte Aktion heißt Ramses. Diese dritte Aktion heißt Ramses und es ist, glaube ich, vor etwa 1,5 Stunden auch ein entsprechender Bericht in einem österreichischen Medium aufgetaucht, der sich mit dieser Aktion Ramses auch auseinandersetzt. Ramses ist eine Operation gewesen, wo für die frühen Morgenstunden des 3. November
zahlreiche Hausdurchsuchungen in der Islamistenszene angesetzt gewesen sind. Und das war auch der Grund dafür, warum in diesem Zeitraum, der dritte, das ist also quasi ein Tag nach dem Attentat, ja, warum im Vorfeld dieses dritten massive Polizeikräfte auch zusammengezogen gewesen sind, Spezialkräfte der Cobra und Spezialkräfte der Vega, die dort nämlich zum Einsatz gekommen wären, die waren hier sozusagen schon auch in Vorbereitung in einer Anzahl, die sonst etwa in Wien nicht sofort verfügbar ist. Und das war auch der Grund dafür, warum dann so viele Polizeikräfte an diesem Sonntag oder an diesem Abend des 2. November bei diesem Terroranschlag zur Verfügung gestanden sind. Nicht, weil der Herr Innenminister so eine großartige allgemeine Polizeistrategie fährt, sondern weil aufgrund dieser Vorbereitungstätigkeiten diese Kräfte vor Ort bereits zusammengezogen worden sind. Und das war ein Glücksfall, muss man sagen. Das war ein Glücksfall, dass so während des Attentats sehr, sehr schnell viel, viel mehr Spezialkräfte zur Verfügung gestanden sind und mobilisierbar gewesen sind, als es in einer normalen Situation der Fall gewesen wäre. Aber es ist nicht nur ein Glücksfall, sondern diese Frage oder diese Operation Ramses wirft noch eine ganz, ganz andere Frage auf. Und das ist der unmittelbare zeitliche Zusammenhang, der Ihnen ja sofort auffallen wird. Es ist für die frühen Morgenstunden des 3. November eine Operation gegen die Dschihadisten-Szene in einigen Teilen Österreichs geplant. Und wenige Stunden vorher schlägt einer von denen, die da unter Beobachtung gestanden sind, zu. Man kann jetzt an einen Zufall glauben, ich denke nicht daran. Die Frage, die sich stellt, ist eine ganz einfache. Wurde diese geplante Razzia möglicherweise verraten? Das ist die Frage, die sich stellt. Gibt es vielleicht wieder einmal eine undichte Stelle im Bereich des österreichischen Verfassungsschutzes? Und hat der Täter möglicherweise deshalb zugeschlagen an diesem Tag, an diesem Abend des 2. November, weil er auf irgendeine Art Kenntnis davon bekommen hat, dass wenige Stunden später möglicherweise die Gelegenheit dazu für ihn nicht mehr bestehen wird. Und es gibt ja auch einige Terrorexperten, die bereits festgestellt haben, dass die Vorgangsweise dieses islamistischen Attentäters eigentlich eine sehr improvisierte gewesen ist und dass man mit diesen Waffen, Arsenal, das er da bei sich gehabt hat, einen viel, viel größeren Schaden anrichten hätte können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was hier im Innenministerium im Vorfeld dieses Anschlags und danach geschehen ist, das ist aus meiner Sicht himmelschreiend. Da wurde ein offenbar gefährlicher Islamist beobachtet, inklusive brisanter Informationen aus der Slowakei und völlig unbehelligt gelassen. Warum wurde der nicht aus dem Verkehr gezogen? Das ist die Frage, die beantwortet werden muss, zumal wir ja wissen, dass er nur bedingt auf freiem Fuß gewesen ist. Er ist ja nur bedingt auf freiem Fuß gewesen. Und da stellt sich natürlich die Frage nach der politischen Verantwortung für diese unglaubliche Unterlassung, die dann am Ende 4 unschuldige Menschen das Leben gekostet hat und 20 Menschen zu Verletzten, teilweise Schwerverletzten, gemacht hat. Es stellt sich, wenn sich auch das, was ich im Zusammenhang mit Ramses gesagt habe, bestätigen soll, die Frage, wer denn die politische Verantwortung für diesen möglichen Verrat, für dieses Verpfeifen einer entsprechenden Razzia stellt. Und es stellt sich natürlich auch die Frage nach der politischen Verantwortung der Fehlinformationen, der Falschinformationen. Nicht nur ich bin gestern in dieser Runde mit dem Bundeskanzler falsch informiert worden. Auch der Bundespräsident, die Klubobleute der anderen Nationalratsparteien, das Nationalratspräsidium, ja, die ganze Öffentlichkeit und auch Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Medien, auch Ihnen wurde ja erzählt, dass diese Täter nicht systematisch unter einer Beobachtung gestanden sind. Und ich denke, dass die Informationen, die wir haben, sehr, sehr zuverlässig sind. Ich möchte Sie an dieser Stelle ersuchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, selbst
hier entsprechend weiter zu recherchieren. Das ist die Aufgabe, die jetzt auch bei den Medien liegt. Selbst schonungslose Fragen zu stellen an die Verantwortlichen im Bereich der Bundesregierung und sich nicht einfach abspeisen zu lassen mit diesen vorgefertigten Antworten wie jener eines Herrn Ruf, die ja in Wahrheit ohnehin keine Antworten sind und die ich vorher zitiert habe. Ich habe vorher vom schlimmsten Terroranschlag in der Geschichte unseres Landes gesprochen und ja, es spricht vieles dafür, dass er das Ergebnis auch eines großen Versagens an der Spitze des Sicherheitsapparates ist. Und vieles spricht auch dafür, dass wir im Bereich der Spitze des Bundesministeriums für Inneres ja, die Verantwortlichkeit zu verorten haben für eine ganz gezielte Fehlinformation der österreichischen Bevölkerung im Zusammenhang mit diesem Anschlag. Wenn sich das, was ich jetzt gesagt habe, auch nur ansatzweise bestätigt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann sehe ich eigentlich nur mehr eine politische Konsequenz und das ist der Rücktritt des zuständigen Innenministers. Dankeschön. Ich darf nun um Ihre Fragen bitten, bitte. Und zwar, Herr Kickl, wenn Sie sagen, dass bei der Aktion Operation Ramses die verraten geworden sein sollte. Implizieren Sie damit, dass der Verfassungsschutz mit Dschihadisten oder Islamisten unterwandert ist? Ich weiß nicht, wie die Verbindungskanäle laufen, aber es wird notwendig sein, diesen sehr, sehr seltsamen Zufall ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Wenn zwei Dinge in einem solchen zeitlichen Naheverhältnis liegen, dann glaube ich, ist man gut damit beraten, diese Zufallskomponente weitgehend auszuschließen und nach Kausalitätsketten zu suchen. Woher diese Information gekommen ist, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber ich erwarte mir hier eine systematische Untersuchung und Überprüfung jeder einzelnen davon. Das ist man ja auch, der österreichischen Bevölkerung und auch den Polizisten, die da Kopf und Kragen riskiert haben in diesem Einsatz, schuldig. Dann nehme ich das Wort implizieren weg und stelle die Frage so, halten Sie es für möglich, dass der Verfassungsschutz unterwandert ist von Dschihadisten oder Islamisten? Da möchte ich mich nicht auf Spekulationen einlassen, das werde ich nicht tun. Wir werden selber versuchen, auch entsprechende Informationen weiter zu verdichten. Ich darf aber auch an Sie appellieren, von Seiten der Medien hier den Versuch zu unternehmen, ihrerseits entsprechende Recherchen anzustellen. Herr Kickl, welches Aufklärungsinstrument im Parlament würden Sie denn jetzt bevorzugen? Untersuchungsausschuss oder geht es noch nicht in so eine Richtung? Ich glaube, dass man jetzt einmal die Verantwortlichen von Seiten der Bundesregierung auch mit dieser Lage konfrontieren muss. Wir haben ja heute auch den Nationalen Sicherheitsrat. Ich bin ja gespannt auf das, was dort erklärt werden wird. Ich bin auch gespannt, wie morgen dann die Debatte im Nationalrat auch laufen wird. Und ich glaube, für einen Untersuchungsausschuss ist es jetzt viel zu früh. Wir sind zwei Tage nach diesem schrecklichen Anschlag, aber diese zwei Tage haben aus meiner Sicht eine Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung im Umgang mit dem Souverän, im Umgang mit der Bevölkerung, auch im Umgang mit den Medien gezeigt, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Weitere Fragen? Gut, wenn es keine mehr Fragen mehr gibt, dann herzlichen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön.